Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder da und wir sind gerade fett am Schlafen und wir machen uns ready für den neuen Tag. Wir wachen auf. Ist das schön. Toll. Wir sind da und wir haben in der letzten Folge, da vorne läuft das Schaf, glaube ich, was wir immer hören. Da vorne. Das ist ja lustig. Voll süß. Ich will es essen. Wir sind am vierten Tag angekommen und wir haben in der letzten Folge eine zweite Schmiede gebaut. Scheinbar schmelzen die Sachen über Nacht nicht weiter ein. Das ist lustig, also das wird scheinbar pausiert, was aber okay ist, weil das Feuer auch nicht weiter minus gerechnet wird. Deswegen finde ich es okay, das ist in Ordnung. Wir gönnen uns jetzt mal noch diesen Eisenbarren, der ist nämlich auch fertig und dann packen wir die ganzen Eisenbarren mal hier rein. Einen einzigen bräuchten wir noch. So, warte, die kann man natürlich, naja, die kann man nicht stacken. Wow. Okay, man kann Eisenbarren nicht stacken, das ist auch eine ganz wilde Geschichte auf jeden Fall. Wir brauchen Stein. Als allererstes nochmal. Nee, als allererstes brauchen wir was zu trinken. Haben wir hier noch Wasser drin, ne? Sauberes Wasser. Wunderbar. Gönnen wir uns einmal. Warte. Einmal trinken. Zack. Und einmal sauberes Wasser. Und einmal trinken. Hat er jetzt getrunken? Ach, wir sind voll. Okay, cool. Pass auf, dann folgender Plan. Wir... Ach so, so rum war das. Okay. Machen einmal den hier. Und packen das schmutzige Wasser hier rein. Packen das schmutzige Wasser hier rein. Und packen das schmutzige Wasser hier rein. Dann werden wir Holz brauchen. Ich gehe mal ganz kurz. Natürlich fängt es gleich wieder an zu regnen. Ist ja... Oh, warte mal, das ist total dämlich eigentlich, ne? Weil das Ding füllt sich ja jetzt gar nicht auf. Gut, ist aber wie gesagt auch nicht so schlimm, weil wir haben ja, ist nicht so schlimm, weil wir haben Wasser hier um die Ecke. Wir brauchen an sich eigentlich diesen Wasserpottich gar nicht. Zumindest im Moment nicht. Das ist nicht so schlimm. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Feuerholz. Das heißt, wir gehen jetzt immer hierher und hacken mal den Baum hier kaputt. Und machen uns mal ein bisschen Feuerholz, damit wir unsere ganzen Maschinen mal voll machen können damit. Und auch unser Feuerchen. So. Zack. Und auch unser Haus müssen wir nochmal ein bisschen weiterbauen gleich. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir gleich. Zack. Einmal ernten. Wunderbar. Feuerholz, Steine, Stock. Nehmen wir alles. Alles, was wir kriegen können. Und dann packen wir das als allererstes mal hier rein. So, dann ist die Schmiede nämlich schön voll. Und das gleiche machen wir hier auch. Auch die Stöcker rein. Wieder anzünden. Zack. Und dann da oben die zwei Steine rein. Damit das Eisen da schön wieder reingeht. Und das gleiche machen wir hier nochmal. So, und dann machen wir uns noch ein schönes Feuerchen hier. Natürlich ist es wieder am Gewitter. Na klar. Button auch sonst. So, Feuerhölzchen, 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 Feuerhölzchen. Und die Stöcke auch noch mit oben drauf. Ey. So. Und dann können wir uns hier an der Seite auch schön... Was schnafft es? Warte. Einmal E und einmal hier und einmal anzünden. Und dann kann das hier alles wieder schön brutzeln. Geil. Wir könnten uns auch mal eine Gurke eigentlich reinhauen, ne? Wie gesagt, dann geht die Nutrition auch ein bisschen hoch. Das ist eigentlich ganz nice. Jetzt habe ich Mais gegessen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ach komm. Lass reinpfeffern. Auch den Kürbis. Dann können wir einmal ganz kurz speichern. Wenn der Frosch hier gleich fertig ist, dann wird das hier richtig schnafte. Richtig lecker. Und so eine ausgeglichene Mahlzeit. Es ist fantastisch. Weil wir werden wieder viel hin und her rennen müssen, weil wir immer noch super viele Hölzer brauchen. So, warte mal hier. Okay, ist noch nicht voll. Ich dachte schon, wir sind fertig hier, aber ist es noch nicht. Dann können wir die Fundamente hier auch mal fertig machen. Und dann werden wir es wahrscheinlich heute dann in dieser Folge schaffen, den Amboss zu bauen. Das ist fantastisch. So, dann haben wir schon mal fertig. Wunderbar. Und dann geht es hier hinten weiter. Okay, hier sind weitere Holzbretter fertig. Das ist auch schön. Und wir brauchen den nächsten Baum. Let's go. Einmal fett
das Ding hier kaputt kloppen. Wie gesagt, wenn wir dann den Amboss fertig haben, dann können wir uns das Katana bauen. Und mit dem Katana können wir am Ende des Tages dann auch, das wird richtig nice, mal auf die erste Tour gehen und vielleicht einfach mal gucken, was man so unterwegs alles Tolles findet. Ich glaube, wir können da ein bisschen was looten. Wir werden bei den grünen Punkten wahrscheinlich immer auf irgendwelche Gegner treffen. Da bin ich mir eigentlich fast schon sicher. Ich weiß nicht genau, wie stark die sind. Ich weiß nicht genau, was die können. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die nicht... Die sind wahrscheinlich schon ziemlich stark. Da würde ich jetzt einfach mal stark von ausgehen. Kappa. So, warte mal. Dann haben wir hier noch... Im Öfscher auch noch ein Eisenbrocke. Wunderbar. Und dann können wir hier... Zack, wieder einschmelzen. Dann haben wir 5 von den Dingern. Wir bräuchten aber halt eigentlich noch einen, ne? Das heißt, wir müssen noch 4-mal Steine einschmelzen. Das ist ein Frosch, das ist kein Stein. Oh, oha, warte mal, unser Frosch. Nein, nicht verbrennen. Oh, Gott sei Dank. Es ist nicht verbrannt. Na, supergeil. Schön. Uns geht es den Umständen entsprechend gut. So, das ist immer noch der Frosch. Haben wir hier noch ein paar Steine rumliegen eigentlich, by the way? Glaub nicht, ne? Egal. Okay, nehmen wir das Holz nochmal mit. Oh, warte. Stein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den können wir direkt wieder draufklatschen. Wie gesagt, einen Barren bräuchten wir dann tatsächlich, um dieses Katana bauen zu können. Das werden wir natürlich umgehend bewerkstelligen. Ja, bis wir hier wahrscheinlich unser Haus hier fertig gebaut haben. Oder weiter ausgebaut haben. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber das ist nicht schlimm. Wir können ja schon mal die Bretter vielleicht legen. Also, warte. Hier, guck mal, das können wir schon mal machen. Hier brauchen wir nochmal 6. Und da vorne brauchen wir auch nochmal welche. Das kriegen wir aber hin, glaube ich. So. Zack. Hier brauchen wir auch nochmal welche. Da haben wir genug, da haben wir auch genug. Okay, brauchen wir eigentlich nur noch Holzscheite. Ich glaube, 2 waren es noch, ne? Ne, es war 1. Scheiße, jetzt haben wir 1 übrig. Na, egal. Scheiß drauf. Können wir das als Feuerholz benutzen? Ne, können wir nicht. Schade. Ich hätte es getan. Dann schmeiße ich das mal hier hin. So. Warte. Wie sieht's hier aus? Barren fertig? Jo, Barren fertig. Geil. Okay, wie sieht's hier aus? Brocken fertig? Ach nee, wir brauchten Steine, ne? Scheiße. Ich möchte jetzt aber ungern eigentlich so eine ganze Stein... so ein ganzes Stein-Ding kaputt kloppen. Können wir nicht hier eben schnell ein paar Steine sammeln? Ja, guck mal. Hier war wieder Steinwanderung. Die liegen hier so rum. Warte. Komm, hier ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Gib mir noch einen Stein. Ich habe komischerweise gerade keine Regeneffekte mehr. Ist ein Trockengewitter, wa? Ist ein Trockengewitter mit Regen. Wo ist denn hier jetzt noch? Warte mal, hier muss doch noch... Hier ist doch bestimmt noch irgendwo ein Stein. Haben Sie noch einen Stein gesehen? Oh, die Sonne kommt wieder raus. Deswegen habe ich keine Regeneffekte mehr. Cool. Oh. Ups. Da ist die Krähe wohl vom Himmel gefallen, wa? Ärgerlich. Für die Krähe. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Nirgends. Oh, ist aber eigentlich auch eine geile Ecke für ein Haus, ne? An sich eigentlich auch eine richtig coole Ecke für ein Haus, die man hier einfach in die Ecke reinbauen. Ist eigentlich schon ziemlich cool, ne? Weil da bist du halt wirklich gut abgesichert von allen Seiten eigentlich und es kann nur von vorne was kommen. Eigentlich ziemlich geil. Aber gut, ich glaube hier unten der Ort, wo wir bauen, ist auch ganz hübsch. Da kann man glaube ich auch nichts sagen, oder? Ach guck mal, das füllt sich trotzdem, obwohl da ein Dach drüber ist. Das Feuer geht aber nicht aus, obwohl da ein Dach drüber ist. Okay. Egal. Ich beschwere mich nicht, ich freue mich einfach darüber. Ah, ist noch genug drin. Okay, hier hinten auch. Ja, da können wir ein bisschen... Da können wir ein bisschen Mulch draufpocken, nicht?
So, und mit dem... Wow, wir haben, glaube ich, jetzt genug Eisenbarren gesammelt. Wir haben 4 Stück hier. Die wiegen 2. Können wir das mitnehmen? Ja, müsste eigentlich. Wunderbar. So, und mit diesen 5 Eisenbarren, die wir jetzt hier haben, bauen wir uns jetzt den Amboss. Den Amboss würde ich, glaube ich, aber gerne hier hinsetzen, weil den werden wir hier dann im Haus wahrscheinlich auch brauchen. Wir brauchen 8 Bretter und 5 Eisenbarren, die haben wir. Wo setzen wir den denn mal hin? Ich würde den einfach mal... Wir können ihn ja versetzen. Ich setze ihn aber mal hier hin. So, 5 Eisenbarren. Wie viele waren das? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Geil. Okay. Jetzt bräuchten wir dann nur noch einen weiteren Eisenbarren. Und dann könnten wir uns einen Katana bauen. Ja. Es wäre cool. Wobei das wahrscheinlich auch total... Da ist einfach verwöhnt, ne? Aber es wäre trotzdem cool, ich weiß nicht, ob das geht, wenn man in dieser Gegenstandspedia nach Werkbanktyp sortieren könnte. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Wenn man sagen könnte, okay, was kann ich alles am Amboss bauen? Das wäre schon ziemlich cool, aber ja, geht wahrscheinlich nicht. Also das, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich zu... Ja, das wäre zu verwöhnt wahrscheinlich, aber es wäre trotzdem cool, wenn es gehen würde. Hier können wir noch ein bisschen Steine einschmelzen. Und hier sind die Eisenbrocken auch fertig. Das heißt, wir können hier den noch benötigten Eisenbarren einschmelzen und... Mein Gott, was ist mit meiner Stimme los? Und hier brauchen wir einen Stock und einen Eisenbarren. Stock können wir uns gerade mal suchen. Ah, habe ihn gefunden. Und dann gibt's gleich ein schönes Katana. Oh. Und jetzt, wo wir den Amboss haben, was haben wir nochmal gebraucht für unsere... Für die Beete. Warte mal. Wo waren das sonstiges? Beet. Nägel. Warte, wir gehen mal auf hier. Und wo sind denn hier Nägel? Pass mal auf. Hier haben wir... Benzinkanister, Eisenbarren. Aluminiumbarren. Aluminium, kleiner Stein, Stock. Ah, ist das hier vielleicht? Other. Nägel. Ein Barren sind 5 sind 10 Nägel. Dan. Das sind 10 Nägel. Das heißt, wir können guten Gewissens weiter erstmal noch Steine sammeln. Und die da draufhallern, wa? Dann sollten wir das auch tun und dann sollten wir wahrscheinlich auch gucken, dass das Ding wirklich dauerhaft läuft, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dass wir wirklich immer und immer und immer und immer wieder neue Steine nachlegen, damit das immer und immer und immer weiter... Was bringt das eigentlich? Wenn wir das Ding hier jetzt kaputt hauen würden, was bringt das? Okay. Ja, ja, das sage ich nicht nein. Also nimmt man mit, ne? Das nimmt man natürlich dankend mit. Können wir direkt die Schmiede voll machen? Wunderbar. Eisen nehmen wir hier runter. Steine legen wir direkt wieder drauf. Es ist sehr grindy, ne? Also ich hoffe, ich vergraule euch jetzt nicht hier beim Zugucken. Aber es ist hier zum Anfang. Es ist echt super, super grindy. Wow. Also man muss wirklich viel, viel grinden, viel sammeln, viel dies, viel das. Aber ich glaube, wenn man auf so ein Survival-Game draufdrückt, also auf so ein Video von so einem Survival-Game, ich glaube, dann rechnet man damit auch, oder? Und ich weiß von vielen Leuten, die sagen, oh, Tobi, voll geil, dass es wieder ein 17-Uhr-Projekt gibt. Ich habe das immer nebenbei laufen. Vielleicht teilweise auch Coworking oder sowas, ne? Die Leute, die sich das quasi, ja, weiß ich nicht, nebenbei mit ranpacken, wenn sie irgendwas am Hudeln sind, am Computer oder so, ne? Ich glaube, dafür ist das hier ganz gut aus, ist das, glaube ich, ganz gut gedacht. Ich meine, es wird natürlich der Moment kommen, wo es hier auch ein bisschen actionreicher zur Sache geht. Da bin ich mir eigentlich auch fast ziemlich sicher. Ich weiß, dass es in dem Spiel in den Höhlen wohl unter anderem Skorpione geben wird. Es wird, glaube ich, auch, soweit ich das mitbekommen habe, Krokodile geben.
die uns in irgendwelchen Sumpfgebieten angreifen. Also ich glaube, so ein bisschen actionreicher wird es hier auf jeden Fall schon. Aber man ist, glaube ich, auch sehr viel damit beschäftigt, Ressourcen zu sammeln, Ressourcen zu craften, neue Dinge ranzuholen, neue Maschinen zu bauen, sein Haus auszubauen. Und das braucht natürlich alles Zeit, ne? Also da sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen beschäftigt mit all dem Krams. Aber ich mag das. Also ich finde das gar nicht mal so uncool. Was ich an dem Spiel mag, ist es sehr, sehr einsteigerfreundlich. Ihr wisst, ich bin eigentlich voll der Beppo. Ne? Ich bin total der Beppo, was solche Spiele angeht. Und der immer eine gewisse Zeit braucht, bis dann irgendwas reinkommt, bis alles läuft und so. Aber ich muss sagen, hier in dem Spiel habe ich eigentlich fast keine Probleme. Also ich finde mich hier wirklich sehr, sehr schnell zurecht. So. Guck mal. Jetzt haben wir direkt einen Katana. Was? Achso. Jetzt haben wir hier direkt einen Katana. Ist doch geil. Achso, warte mal, aber das ist die falsche Tasche. Ich muss hier hin und die 2 ist das Katana. Guck mal. Geil. Sehr, sehr geil. Hier haben wir auch noch einen Stein, den nehmen wir natürlich mit. Hier ist auch noch ein Stein. Leck mich doch am Arsch. Jackpot. Da können wir dann auch direkt wieder einschmelzen lassen. Den Brock nehmen wir runter, Stein kommt drauf und dann wird weiter eingeschmolzen. Und dann können wir uns gleich... Warte, hier Stein drauf, zack, einschmelzen. Und dann können wir uns gleich mit dem nächsten Barren, den wir bekommen, ein paar Nägel machen. Und dann gibt's das erste Beet. Habe ich gehört. Dann lass doch mal gucken, dass wir hier vielleicht... das Ding mal fertig, dass wir das hier mal fertig kriegen. Damit wir nicht so weit laufen müssen, ich wollte die jetzt hier eigentlich ungern opfern, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ist mir jetzt gerade mal egal. Ja, wir ballern da jetzt durch. Wir machen den Baum hier weg. Und dann können wir das da vorne fertig bauen und dann haben wir die Möglichkeit, dort vielleicht unsere ersten eigenen Beete mal hinzustellen. Guck mal hier, zack, zack, wir machen das eben fertig. Die Bäume wachsen ja wahrscheinlich wieder nach. Ansonsten müssen wir gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir selber Bäume nachpflanzen können. Gibt es bestimmt. Irgendeine Möglichkeit gibt es da bestimmt, die man nutzen kann. Zack. Und warte. Komm, nehmen wir den hier. Lassen wir den großen stehen, nehmen den hier. Und dann bauen wir das mal fertig und dann können wir nämlich hier hinten unsere eigenen Beete draufsetzen. Ein paar Seeds haben wir ja tatsächlich schon. So. Und das können wir hier bei den Sägen reinpacken. Guck mal. Okay, hier nicht, aber hier. Wunderbar. So, hier ist, glaube ich, das Eisenbrückchen fertig. Dann können wir nämlich hier den nächsten Eisendingens einschmelzen. Wunderbar. Junge, 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 Junge. Das ist ein Gegreinde hier. Ich glaube, das wird natürlich später dann alles mal ein bisschen, ich sag mal, in An- und Abführung einfacher, wenn man dann anfängt irgendwann und hat dann vielleicht noch so automatisierte Prozesse. Ich glaube, dann ist das Ganze schon ein bisschen angenehmer und ein bisschen einfacher. Solange das noch nicht der Fall ist, ja, müssen wir uns halt damit erstmal zufrieden geben. Ich würde auf jeden Fall hier gerne noch ein bisschen weiter raus. Also da natürlich, ja, vielleicht auch. Hier vielleicht noch hin. Und dann würde ich hier hinten gerne so eine kleine Veranda machen, ne, wo wir hier so auf den See vielleicht ein bisschen gucken können. Wäre eigentlich ziemlich cool. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, sollten wir das auch nutzen. Mit Seeblick natürlich, ne? Ist ja klar. Ich gönne uns gerade mal ein bisschen Wasser. Wir haben ein bisschen Dorscht. So. Supergeil. Dann mache ich mal eine kurze Zwischenspeicherung. Und dann müsste hier auch gleich, glaube ich, dann das Eisen fertig sein. Wunderbar. Oh, da hier ist ein Eisenbrocken. Ja, aber guck mal, jetzt läuft das eigentlich ganz gut. Wir sind hier echt super dabei. Das Eisen wird sehr schnell fertig jetzt. Es war eine sehr gute Entscheidung von uns, dass wir eine zweite Schmiede gebaut haben. Das muss man mal an dieser Stelle ganz klar sagen. Und um unsere Steinproduktion auf jeden Fall ein bisschen weiter anzuheizen, kloppe ich mal hier noch so einen Stein auseinander. Ich meine, theoretisch gesehen müssen wir den ja nicht komplett sofort mitnehmen. Wir können den auch erstmal liegen lassen. Wo kommt der auf einmal her? Die spawnen, glaube ich, einfach manchmal random. Kann das sein? Weil der war da gerade definitiv noch nicht. Das wüsste ich. So. Und weiter geht's mit dem Einschmelzen. Hier haben wir wieder einen Brocken. Den können wir direkt draufpacken. Und weiter geht's. So, jetzt können wir in den Amboss gehen. Machen uns mal ein paar Nägel. Bam. Zehennägel haben wir jetzt. Klingt ekelhaft. Zehennägel. Ah. Kleiner Stein-Eisenbrocken wird hier gerade eingeschmelzt. Sehr gut. Und dann lass doch mal gucken, wenn wir jetzt hier auf Bauen gehen, platzieren und bei Sonstiges können wir ein solches Beet bauen.
Das ist jetzt nicht besonders groß. Aber muss es ja auch gar nicht. Vielleicht mal hier an den Rand. So. Aha, falscher Knopf. Ich drücke aber den falschen Knopf. Vielleicht noch eins daneben. Wahrscheinlich werden wir das nicht gleich bauen können, aber wir können es ja schon mal platzieren vielleicht. So. So, was brauchen wir dafür? Das waren 8 Nägel, 8 Bretter. So. Und dann direkt die Bretter noch hinterher geholt. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm, ich nehme einfach mit, wie viel ich kann. Und dann brauchen wir gleich nochmal ein paar Nägel. Und dann haben wir hier 2 Bäte. Zack. 2 von 2, 2 von 8. Dann können wir die direkt schon hinterher bauen. Ich glaube, es sind zu wenig Bretter. Natürlich sind es zu wenig Bretter. Jo, mei, das könnte wohl nicht wahr sein. Du Trottel. So, brauchen wir noch einmal Nägel. Dafür brauchen wir noch einen Eisenbarren. Junge, 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 Junge. Den hätten wir theoretisch gesehen hier schon ready, ne? Könnten wir theoretisch gesehen direkt reingehen, eigentlich. Oh, und dann hole ich nochmal Steine. Meine Güte. Wow. 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 So. Oh, und dann direkt wieder drauf da. Und dann können wir mal ein paar Sachen anpflanzen. Und wie gesagt, dann haben wir unsere eigenen Nutritions sozusagen. Die dann erstmal, glaube ich, ganz gut ausgewogen sind. Fürs Erste. So, lass mal checken. Kurz das Beet hier. Warte. Da drüben ist ein Kürbis gewachsen. Den hole ich mir gleich. So, nochmal Nägel. 2 Beete haben wir jetzt. Sehr gut. Saat hinzufügen. Pass auf. Dann lass doch einfach direkt mal ein paar Gurken pflanzen. Und hier kann man nur eine Sache... Okay, wir müssen das auch wässern. Okay. Aber ich glaube, wir können schmutziges Wasser nehmen, oder? Das muss nicht das saubere sein. Oder? Wir können doch safe auch das schmutzige Wasser dafür nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das saubere Wasser sein muss. Was? Was? Okay. Crazy. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen Wasser rein, wa? Okay, man muss also immer gucken, dass da genug Wasser ist. Holy Crap. Holy Mr. Krabs. Wow. Die Frage ist, wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Also wenn wir jetzt auf Tour gehen oder so, wir können ja nicht dauerhaft gucken, dass da Wasser genug drin ist. Jetzt mal ehrlich. This is not possible. Guck mal, wie viel das Wasser da auch gleich direkt weggeht. Wahrscheinlich kommt das auch, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Stück weit auf die Sonnenstrahlung ankommt. Wie viel Wasser das verbraucht. Okay, die Gurke braucht scheinbar mehr Wasser als der Kürbis oder was? Holy shit. Okay. Naja, ist so, ne? Kannst nichts machen. So, wir haben da wieder 5. Das heißt, wir können direkt wieder 9 Barren einschmelzen. Und hier haben wir das auch. Jetzt müssen wir nochmal erstmal gucken, bevor wir jetzt hier groß weiter Eisen und sowas. Ich meine, brauchen tun wir es eh, aber... Lass wir mal schauen, was wir so als nächstes in Angriff nehmen. Beziehungsweise, was wir als nächstes bauen. Beziehungsweise, was wir als nächstes brauchen. Nägel packe ich erstmal hier rein. Und die Seeds packen wir mal hier rein. Machen wir jetzt erstmal noch keine eigene Kiste dafür. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann noch 2 Steine. Wir haben noch das, wir haben noch das. Okay. Ja, ich würde jetzt erstmal keine eigene Kiste dafür machen. Das passt erstmal. Die Frage ist, was bauen wir als nächstes? Was brauchen wir? Was ist wichtig? Nice wäre natürlich erstmal eine Rüstung. Das heißt, eine Werkbank wäre ziemlich geil, glaube ich. Eine Werkbank haben wir noch nicht gebaut, richtig? Wir haben diese 2 Sägedinger hier gebaut. Wir haben hier drinnen noch gar nichts gebaut. Das heißt, eine Werkbank wäre eigentlich erstmal so als Grund... Nächste Aufgabe ganz nice. Für die Werkbank brauchen wir 10 Bretter, 10 Nägel. Okay. Ich stelle sie erstmal hier hin.
So, was haben wir gesagt? 10 Bretter, 10 Nägel. 10 Bretter könnten wir gerade noch so überhaupt nicht hinbekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen Holz farmen gehen müssen. Aber wenigstens den Barren haben wir schon mal fertig. Das ist doch toll. Hier sind auch schon die Eisenbröckchen fertig. Wunderbar. Das heißt, direkt den nächsten Barren einschmelzen. Jetzt sind wir im Game drinne. Leute, wir sind hart im Game drinne. So, was? Oh, warte mal, aber Nägel hatten wir ja noch ein paar, aber ist egal. Wir brauchen genau 10. Das heißt, wir nehmen die einfach jetzt hier. Zack, nehmen die 10 und packen die da drauf. Und dann gehen wir nochmal Holz hacken. Yepiaio. Ich hab Katana. Ja, dann machen wir das als letzte Aufgabe für diese Folge. Gehen wir nochmal Holz hacken. Und dann haben wir gleich eine Werkbank und dann können wir uns theoretisch gesehen auch mal so eine kleine Rüstung basteln. Und dann mal schauen, wo die Reise für uns hingeht. So. Gehe ich dort mal auf die Bretter draufhallern. Hier, zack und zack. Schmeiß das hier hin und hol das mal, damit das nicht so weit da hinten liegt. Dann können wir auch mal wieder unser Bretter-Game ein bisschen uppen. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter mit The Infected. Wir sind hart im Grind drinne. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen nicht zu grindy ist. Aber wie gesagt, es gehört halt leider dazu. Das ist nun mal so, da machst du nix. Ich will mich auch gar nicht entschuldigen oder so, ne? Es ist halt einfach so, ne? Und wer so ein Spiel auf so ein Spiel klickt und sich das Video davon anguckt, der weiß, glaube ich, was ihn erwartet. Wir haben jetzt eine Werkbank. Das ist, glaube ich, ganz nice. Wie sieht's mit Wasser aus? Ja, das geht. Das geht, das geht. Wir werden sehr viele von diesen Beeten, glaube ich, brauchen, ne? Wir werden sehr viele von diesen Beeten brauchen. Gibt es da noch was Besseres irgendwann? Stall. Es gibt irgendwann ein Gewächshaus. 60 Nägel, 60 Bretter, 8 Kupferbarren, 30 mal Glas. Gut, bis wir das erreichen, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Nein, das wird in der nächsten Folge, sind wir da bestimmt am Start. Nächste Folge sind wir richtig fett drinne. Da wird das Gewächshaus gebaut und dann wird hier richtig fett angebaut. Geil. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. 17 Uhr, wenn es weitergeht mit The Infected. Dankeschön, macht's gut und bis dahin.